So Jungs, was ist heute hier los? Was ist heute hier los? Wir machen heute das Covershooting, also für unser Albumcover, für Zwilling, unser Album, machen wir heute die Fotos und ist richtig geil. Genau, ich muss sagen, das hier das Studio von Mike, das ist echt krass eingerichtet. Ist krass. Vorher ist, da drüben ist auch noch so eine Art Loft, die ist so modern eingerichtet, ey, ich muss wirklich sagen. Hier würde ich auch gerne wohnen. Ja, kann man. Das ist extra, Jungs. Scheiße. Wie ist es hier zu shooten in einem Studio, wo viele bekannte Stars einen aufnehmen? Boah, nice. Es macht auf jeden Fall mega Spaß und ist auch irgendwie interessant. So einfach mal, oder? Echt krass eigentlich. Ja, ist echt voll heftig. Einfach, wenn man überlegt, dass wir schon voll die Superstars waren und dass auch Mike schon mit richtigen Superstars so zusammengearbeitet hat. So und jetzt weiter auch. Ja, und jetzt mit uns, das ist schon eine Ehre eigentlich. Und man merkt das auch einfach, dass hier alle irgendwie voll motiviert sind, alle Bock haben, sehr professionell sind. Auch, ja. Und es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, da kommen auch echt gute Fotos bei raus. Wie war das Shooting mit Mike? Shooting war super, mega. Also, man hat doch gesehen, man hat wirklich Tipps bekommen, wie man sich vor der Kamera oder beim Shooten besser verhält, wie man beispielsweise die Größe ausgleicht oder so. Oder tanzt, so wie Roman es gerade macht. Generell die Atmosphäre ist ja einfach top. Also wenn man überlegt, dass das hier mal, das war mal ein altes Kino, ne? Das war mal, glaube ich, eine der ältesten Kinos in Deutschland. Da war die Leinwand und dass jetzt hier ein Fotostudio ist, das hat schon was. Das hat schon so einen gewissen Flair. Und, also weil ich glaube, ist hier ein super Arbeitsklima. Ja, das mega. Ist jetzt hier, wo wir jetzt, die war, also wo wir jetzt hier waren, ein paar Stunden. Ja. Hat Spaß gemacht und sind alle zufrieden. Jungs, wie lange habt ihr mit bei dem Alten gearbeitet? Wie lange wir an dem Album gearbeitet haben? Boah, cool. Also ich glaube, insgesamt kommen wir da fast auf ein Jahr, ne? Mehr, weißt du, aber ich meine, richtig dran arbeiten, so fast ein Jahr. Also ich glaube, angefangen haben, wirklich auch Inspiration zu sammeln und schon den einen oder anderen Text zu schreiben und so weiter und darüber Gedanken zu machen, fing eigentlich so im August 2015 an eigentlich. Sommer 2015 an. Dann ging es halt, dann ging es richtig Texte schreiben, dann ging es Songwriting, Aufnahmesessions und so weiter und so fort. Alles drum und dran, die ganzen Pressetermine und so weiter, Videoshoots. Mhm. Ey, das ist, also wir haben auch wirklich versucht, Qualität vor Quantität. Also das ist auch wichtig. Nicht irgendwie das Album in 3 Monaten komplett fertig machen, sondern wirklich. Nein. Also es ist ja wie unser Baby so. Das ist ja, wir wollten ja schon immer irgendwie auch, also wir haben ja schon vor YouTube den ganzen Kram immer Musik gemacht und deswegen ist es auch immer, ist jetzt irgendwie so. Was heißt, doch schon irgendwie ein Traum, jetzt unser erstes eigenes richtiges Album auf den Markt zu bringen. Und deswegen haben wir da auch unser komplettes Herz mit reingesteckt, unsere komplette Leidenschaft. Und wir sind auch beide echt mega zufrieden. Für mich persönlich, für mich, also im Herzen auf alle Fälle steht die Musik über Kino in dem Sinne. Und deswegen für uns ist, glaube ich, das ist schon Highlight Nummer 1. Bis jetzt das Highlight. So, dann mega. Der Höhepunkt. Dementsprechend auch die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Ja. Also, das macht man auch super gerne. Dann investiert man dann Passion. It's passion. It's true passion. Alles klar. Nee, ich glaub gerade, weil es so wirklich vom Herzen kommt, investiert man auch wirklich viel Zeit darin, auch wenn es mal sehr hart ist, aber das will man auch. Und wenn im Endeffekt ein sehr schönes Produkt bei rauskommt, dann freut man sich umso mehr, vor allem wenn es dann eine gewisse Anzahl von Leuten auch gefällt. Also, das hast du schön gesagt. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.